Hey Freunde, willkommen zurück zum wahrscheinlich letzten Part von Dark Souls. Ja, ich habe es ziemlich kurzfristig entschieden. Ich werde den Drachen und Vendrick als Boss auslassen. Wie ich versuche, Vendrick... Ja, ist... Was ist denn Pussyvogel? Das ist beide nicht geklatscht. Also halt die Fresse. Brauche ich auch nicht. Will ich auch gar nicht. Ja. So, Vendrick, wie ich Vendrick versuche zu klatschen... Werdet ihr nicht sehen, weil das so eine Kackaufnahme war. Die war halt verkackt, es waren ein paar Minuten nur und da war ich halt übelst durcheinander und so. Bin ich jetzt immer noch, aber ich bin generell durcheinander. Ich jetzt halt die Fresse. Ja, das ist der Pussyvogel. Pussy. Ja. Und ich sag mal so, habe ich halt jetzt zwei Bosse für den zweiten Durchlauf dann. Verstehst du? Pussy. Heb ich mir auf. Ja, heb ich mir auf, verstehst du? Und ja, ich gehe jetzt nach Shenra klatschen. Kübel hat mir gesagt, sobald ich denn die gelegt habe, kommt halt dann der Boss. Die Boss. Siehst du, das meine ich. Ich bin völlig verplant, völlig fertig mit den Nerven. Ich bin durch mit meinem Leben. Ich gehöre zur Therapie, Alter. Mein Gott. Dann also nach dem Boss kommen halt direkt die Credits und dann werde ich noch viele, viele Sachen erzählen. Deswegen auf. Zum letzten Bosskampf in diesem Durchlauf von Dark Souls 2. Aber dieser eine Durchlauf wird nicht der letzte sein. Oh nein, auf gar keinen Fall. Hoffen wir doch mal, ne? Pussy. Ich mach 100... Oh. Pussy! Oh, 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 der Vogel! Pussy! Ja, Mitchell, das ist der Pussyvogel. Pussy. Ja, Kiebel, ich hab dich auch von ganzem Herzen Pussy. Lieb. Ja, ich hab dich lieb, so wirklich. Oh, 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 da kommt noch ein anderer Vogel. Du hast nicht alles gezeigt. Du hast nicht alles gezeigt. Dafür gibt's den zweiten Run. Pussy. Weißt du, so jetzt mal, um kurz Klartext zu sprechen, ja? Wenn ich alles zeigen würde im ersten Durchlauf, ja? Dann wäre das jetzt gerade mal die Hälfte des LPs. Dann wäre dieser Part genau die Hälfte vom gesamten Let's Play, ja? Und ich kann einfach den ersten Durchlauf nicht so lange hinziehen, Alter. Erstens, ich will es selber durchhaben. Und zweitens, dann habe ich immerhin jetzt noch die Hälfte des Spiels quasi für den zweiten Durchlauf. Ja? So ist das. So, ich rufe mir den Hugo. Den Hugo-Menschen und Vengal. So. Ja, Freunde. Ja, ja, wahrscheinlich letzter Part. Kübel sagt ja, na Shenra wartet hier unten auf mich. Hier ist ja auch wieder eine Nebelwand, die ja eigentlich weg sein müsste, weil ich ja die Gegner bereits besiegt habe, aber das ist sie nicht. Thronwächter? Ah ja, ich habe mir jetzt alle vier Riesenseelen eingehauen, ne? Wow, die ist episch. Holy moly. Holy moly. Ist nicht episch, die ist eklig. Ja, eklig sowieso, aber vom Design voll krass. Hugo und Hugo. Hugo und... Ja, nein. Sei nicht auf mich. Nein. Geh weg. Ich hab Angst. Oh nein. Nein, verflucht und tot. Was? Ich glaube, wir müssen die Sache mit dem letzten Part rausschneiden. Kacke, was soll das? Ich hab mich ernsthaft gestorben. Sie hat mich gewonnen, was soll ich machen? Was bist du denn? Bist du gleich auf sie raufgerannt? Nein, ich bin weggerannt. Ich hatte Angst. Ja, was? Ich hatte Angst. Ring der Klingen. Ja, Yay, yeah, ich habe jetzt keinen Gargoyle. Ich habe jetzt keinen Dreizack. Nein, ich habe einen Gargoyle 2-Zack.
Wow. Hat uns alle brennend interessiert. Ja Leute, ich bin leicht verwirrt, dass du mich gewone-hittet. Hallo! Du stehst ja auch hier. Sie nimmt ihre Kapuze ab. Sie verrät dir ihren Namen. The dragon gave me this name, for I was born with a nun. I was born of dragons, contrived by men. By ones who would cozen fate herself. They are the ones who created me. But they failed. I did not come out as intended. Fate would not be bested, and men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you. Knowing that you will take the throne and link the fire. She covets the first flame and the great soul. Put Nashandra to rest. Oh, Alter, wenn man so überlegt, weißt du, wie episch eigentlich die Story bestimmt. Also wenn man die Story komplett versteht, stehen würde. Wie episch die wahrscheinlich ist und generell alles. Ey. Ist schon krass eigentlich. Ja, okay, ich muss auf der Chandra losgehen, schon klar, aber. Ey, irgendwie, weiß ich nicht. Hast du keinen Bock, ne? Nein, nicht keinen Bock. Ich find's schade, dass das jetzt vorbei ist eigentlich irgendwie, aber. Ich schaff Fendrick nicht und den Drachen schon gar nicht. Klar, ich weiß, wie der Drache vom Angriffsmuster funktioniert, aber ich hab keinen Nerv, den gerade. Ich hab einfach keinen Nerv, jetzt die noch zu machen. Ich weiß nicht. Es sind schon so viele Parts. Ja, wobei, was heißt viele Parts? Ich meine, ein Holly, ein Bruger haben 100, fast 100. Ich bin jetzt gerade bei 60 oder so. Ja. Es gibt einen zweiten Durchlauf, Leute. Wie gesagt, ich werde in den Credits nochmal alles, alles erklären, Leute, was ich jetzt schon tausendmal gesagt habe. Okay. Verfluchen zieht mir Leben ab, ja? Hm. Scheiße! Einer ist bereits tot. Schaffe ich das? Ich glaube nicht. Oder? Bin mir nicht sicher. No. Wie willst du die besiegen, Kübel? I'm a fire and my laser. Durch das andauernde Verfluchen? Hast du keine Chance? Ne, Kübel, ohne Scheiß, wie hast du's gemacht? Wie hast du sie besiegt? Vollkontakt. Ja, war ich, aber du wirst doch andauernd verflucht. Na und? Menschlichkeit rein. Ach, andauernd Menschlichkeitsstecken, ja? Echt jetzt? Ja, ich habe ja auch noch welche dazu beschwört, also. Ja, ich auch. Einer hat sie mit Blitzen beschworen und als sie dann halt die als allerersten Move beschwört sie doch irgendwelche Kugeln um sich rum, ne? Ja. Da habe ich den Fehler nicht gemacht und bin auf sie zugerannt. Tolle Waffe. Hä, verstehe ich jetzt nicht ganz, sorry. Ich habe gewartet, bis sie zu mir kam. Ach so. Also meinst du, soll ich mir Spieler rufen? Ja, ne, ist besser, ne? Also echte Spieler. Ja, nee, Leute, ich werde in diesem Part versuchen, das Let's Play dann zu beenden, damit ich dann mir offscreen alles anstocken, mal geht der Controller jetzt andauernd aus oder was? Ja, der Controller, die Batterie fast leer. Kurz mal wechseln.
Kurz mal schnell nebenbei wechseln, Leute. Ich habe jetzt zwar gerade Spieler gerufen, aber... Jungs, wir gehen gleich zu einer Chandra, keine Sorge. Batterien, Batterien. Wo hab ich sie? Ja, Entschuldigung, Leute. Wusste ja nicht, dass die Batterien jetzt leer gehen. Oh, wo ist die zweite? Ist die zweite hingerollt? Drakenschwing-Ultra-Großschwert, das ist ein tolles Teil. Ernsthaft? Ja, Freunde, ja. Ich bin halt ein spontaner Let's Player, der auch mal in der Aufnahme die Batterien wechselt. Ja. Ich glaube, ich bin der Einzige, der es macht. Ich glaube, ein Holly, ein Bruger und sonst wer würde es sich nicht wagen, sowas in der Aufnahme zu tun. So, Kumpel. Oh, ins Loch. Oh, jetzt brauche ich den scheiß Ring, Mann. Ring des Todes. Damit. Das ist der zweite. Soll mal kommen jetzt, ey. Also darf ich nicht auf sie zurennen, ja? Sagst du? Nö. Weil du hast gesagt, es ist gleich auf Puschelkurs gehen, deswegen dachte ich, okay, mach ich das mal. Finsternis Schaden bringt mir wahrscheinlich gar nichts, wa? Oh Mann. Wo ist denn der zweite? Da ist er. Gut. Thron des Verlangens. Ja, ja, Freunde, doch. Ich werde es jetzt beenden. Dann. Zweiter Durchlauf kommt und wird ausführlich und alles gezeigt und so. Also. Alles gezeigt im Sinne von. Die ganzen Gebiete komplett und so, also weil, also die ganzen Storylines der Charaktere, das muss man, glaube ich. Ich glaube, da mache ich dann Tutorials zu oder so, vielleicht. Mal schauen. Weil die während eines Durchlaufs zu machen, ist, glaube ich, ja, klar, ist schaffbar und machbar, aber ist für mich zu schwer, denke ich mal. Beide da? Ja. Beide da. Oh, Freunde. Kriegsschrei und dann gehen wir jetzt, ne, da rein und ich werde sterben. Oh Gott, Alter. Alter, der macht dem Blitzen ja übelst Schaden. Krass. Alter, wie er draufhaut mit seinem Blitzen. Die Blitze würde ich gern beherrschen, ey. Ja gut, sie ist gleich tot. Ich glaube, ich hab sie gleich. Ja, kein Problem mit zwei Leuten. Ja, klar. Ja gut, Nashandra ist down. Freunde, ich bedanke mich bei euch. Gut. Jetzt kannst du, warte mal, probier mal rauszulaufen. Das ist eine Nebelwand. Kommst du nicht raus? Kann ich zurückschreiten? Nope. Gibt also nur ein Ende, ja? Ja, zum Thron laufen. Gut, Freunde, dann. Okay, das ist schade. Na gut, wir machen das jetzt. Once the fire is linked, souls will flourish anew,
and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. What lies ahead, only you can see. Alter. Das Ende ist eigentlich voll böse. Warum? Ja, weil du eingesperrt wirst. Ja klar, Welt, Dark Souls und bla und Herrscher und so, aber weiß ich nicht. Das Ende fand ich jetzt... Ah, schieße Blitze vom Himmel. Seht mich an, ich fuchtel mit der Glocke rum. Ja, ich find's ein bisschen... Ja, das Ende ist... Also ich find's Ende irgendwie böse, was du halt... Ja, du bist eingesperrt. Das ist schade. Na gut. Weiter. Besser. Wir haben Dark Souls 2 durch. Oh nein. Und ist schon länger als Mitchell. Halt die Fresse. Wie gesagt, ich entschuldige mich jetzt nochmal viermal dafür, dass ich das Spiel jetzt quasi durchgespielt habe. Ohne dass ihr den ersten Part zu Gesicht bekommen habt. Ja, ihr müsst Mitchell war schon immer langsam. Auch, er war auch nicht in der Schule immer der Schnellste. Mitchell ist halt besonders. Ja. Ich bin nicht behindert, ich habe besondere Bedürfnisse. Ja, Freunde, Dark Souls 2 ist vorbei. Ist so traurig eigentlich irgendwie. Mitchell? Jetzt habe ich das Suchtspiel ohnehin fertig gespielt. Ich finde, das ist aber kürzer als Dark Souls 1, muss ich echt zugeben. Ist es auch. Also Dark Souls 1 war definitiv länger. Und aber ich finde. Den epischen Aschesee. Ja. Wollen wir jetzt ein Haus im Aschesee? Ja, natürlich. Ja. Hallo Nachbar. Oh, ich bin die Hühner gegrüßt. Ja, ich hab mir wieder mein halbes Haus weggefressen und meine Frau entführt. Ja, ja, die Kinder sind auch schon tot, ne? Ja, klar. Ich wollte hier ein paar Sachen sagen. Ja, dann sag doch. Ja, ja. Also, wie gesagt, der zweite okay. Dark Souls Run. Der kommt noch. Noch. Nein, ich weiß, Kübel will einfach, dass ich das nicht alles so eng sehe. Was? Kübel denkt, ich nehme es alles viel zu sehr zu Herzen. Was denn? Dass du behindert bist, weißt du doch. Ja, ich hab dich auch ganz doll lieb. Meine Mama sagt, ich bin besonders. Was denn? Das ist gar nicht... Oh, jetzt kommt dieser scheiß Moment, wo ich über jeden Scheiß lachen muss, Alter. Jetzt bitte nicht, Alter. Ja, bitte doch. Nein, ich muss mich zusammenreißen jetzt, Alter. Mann. Okay, wie gesagt, Dark Souls. Warte mal. Ich kann nur auseinanderreißen, aber zusammenreißen, könntest du mir das bitte demonstrieren? Nein. Das war schlecht, ne? Ja. Hahaha, so. Wie gesagt, der zweite Dark Souls 2 Run kommt und er wird definitiv ausführlicher. Wann er kommt, keine Ahnung. Ich muss erst mit Dark Souls 2 jetzt fertig hochladen, komplett. Wenn Dark Souls 1 hochgeladen ist. Leute, der Witz an der Sache ist, vor nicht mal 2 Wochen haben wir noch Dark Souls 1 gespielt. Ja, Alter. Scheiße. Ja, Leute, ist so, ich hasse mich. Also, okay, wir betreiben nicht. Ich könnte mich selbst dafür schellen, dass ich halt jetzt Dark Souls 1 und 2 so krass aufgenommen habe. So viel auf einmal, so komplett fertig. Ohne. Ich bist du. Ja, also ich sag mal so, irgendwo sage ich mir halt. Ich hoffe, die Credits gehen noch eine Weile. Irgendwo sage ich mir halt, in Dark Souls 1
kamen halt in Dark Souls 1 kamen bis jetzt keine zum Spiel bezogene Kommentare, Tipps, Tricks oder irgendwas. Also ich verlange das ja eigentlich auch gar nicht, aber wer sich im Nachhinein aufregt von wegen, ja, ich nehme zu viel im Voraus auf und dann könnt ihr mit mir, also nicht halt so interagieren, so halt Community und so ein Kack, ihr kennt das ja wahrscheinlich nicht. Nee. Die hat nie eine Community. Ah! Ja, deswegen. Außer ihr überrascht mich jetzt natürlich beim Dark Souls 2 LP und schreibt da sonst was für Sachen rein. Dass da noch da ist und das ist da und bla bla bla. Dann, also wie, der zweite Run wird so oder so. Den werde ich versuchen, echt schön getrennt nur ein paar Parts aufzunehmen, dass ich immer aktuell mit euch zusammen dann bin. Wie gesagt, wir haben jetzt noch bald die 1000 Videos durch. 1000 Videos, ey, ist voll krass, ey. Und davon habe ich 950 auf der Platte. Weil die anderen 50 cool. Gehören euch. Ich kein einziges Video hab. Doch, ich hab noch wieder WDZ-Lob auf der Platte. Ja, ich hab alle Videos auf der Platte. Irgendwo in meinen 3 Millionen Unterordnern. Oder nee, Unterordner sind nochmal Unterordner. Und ach, ja, Freunde, das war's dann mit dem Let's Play von Dark Souls 2. Einerseits traurig, einerseits bin ich glücklich. Ja, weiß nur nicht. Keine Ahnung, ich finde das Ende von solchen Spielen immer recht episch und mitreißend. Keine Ahnung. Ich finde das toll. Steige mich dann auch sehr, sehr rein und dann fange ich an zu weinen. Sowas. Wenn ich hier mal sehe, Alter, das gerade mal Dark Souls 1, ne? Bis Part 72 hochgeladen ist. Und Dark Souls 2 schon fertig ist, ne? Das, da warst du nochmal durch Art Blondo durch, Alter. Scheiße. Das ist ja wirklich gut, ne? Ins Festung im Part 59. Bitteschön. Mann, ey. Jetzt häng ich immer Jula. Jetzt kann ich hier rasten, ne? Und dann kann ich ja Nugent Plus gehen, wenn ich will, wa? Ja. Aber auch nur, wenn du willst. Nach Drangleic. Aber warum stehen da nach Drangleic Reisen 2? Verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Wollen wir anklicken? Nein. Jetzt nicht mehr. Heute nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Jetzt kann ich ja offscreen nicht noch alles erkunden, ey. Das finde ich geil. Das ist gut gemacht. Wollte ich sagen. Könnte auch mal wieder Pokémon Emerald anfangen, ey. Anfangen, weitermachen. Ja. Naja, müsste ich mir Emulator wieder zum Safe-Sizzle. Ja, gut, Freunde. Ja, tschüss. Ich hab nie Bock, das Update zu machen. Das war's. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Projekt, wollte ich wohl eher sagen. Ja, das ist bestimmt keine Ahnung hier. Was ist das in der Steam-Bibliothek? Dark Souls 3. Ah. Nee, 5. Echt? Falls echt ein Dark Souls 3 angekündigt wird, ne? Ohne Scheiß. Ich werde mich verkloppen und verprügeln, dass ich mich bei... Wenn's wirklich kommt, wenn's... Irgendwann. Ich werde mich in keinster Weise versuchen, irgendwie zu spoilern. Ich würde das komplett blind zocken, komplett. Oder es muss ja kein neues Dark Souls sein, es kann ja auch ein Spiel sein, was auf Dark Souls basiert und was denn dann ein neues Spiel ist quasi. Kann ja auch sein. Dass ich dann mich da kein Stück spoiler, weil sowas mal blind zu spielen. Ich glaube. Zum Beispiel ein DLC. Das wäre eine Idee. Nee, aber ich glaube, dann fühlt man sich richtig. Oh, das wird böse. Weil man einfach nichts weiß, gar nichts. Wie gesagt, da ich halt nebenbei immer Holly und Bruger gucke, weiß, wusste ich halt viele Sachen schon so ein bisschen. Und hab dann die anderen Sachen erschlossen. Ich weiß, man glaubt's kaum, aber ich bin ein Mensch, der relativ gut logisch denken kann. Wow. Echt? Ist ja leider auch oft so, wenn ich was aufnehme, jetzt in einem Spiel, ich erkenne quasi ein Muster, kommentiere das aber nicht, sondern denke mit dem Kopf, okay, das ist so. Dann muss ich das so machen, aber ich kommentiere das nicht. Das muss ich lernen. Ich muss lernen, sowas zu erzählen, damit ihr das auch versteht. Ich merke schon, zwischen deinem Hirn und deinem Mund ist nicht viel, ne? Ja, leider. Ein Glück. Ja, gut, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Projekt. Tschüss.